36% haben wir. Gut, Aber ist wahrscheinlich. Level 5 schon? Ja, aber es ist nur, wie viele Level man abgeschlossen hat. Ich hatte vorhin einmal reingeguckt und man landet dann hier quasi auf der Overworld wieder. Ach so. Wahrscheinlich speichert der einfach nur nach jedem Level. Dementsprechend sind wir wieder hier gelandet. Domme, Dankeschön für 52 Monate Treue. Super lieb von dir. Kirby Hype! Ja, ich gehe erstmal in die nächste Welt rein. Ich bin Übrigens, mal. man springt auf oben. Ich bin mal gespannt, wie das heute klappt. Wir haben ja im letzten Stream Kirby's Dream Land 1 durchgespielt. Rückblickend betrachtet wünschte ich, ich hätte da schon die Farbeinstellungen vorgenommen. Dann hätten wir uns das nicht die ganze Zeit in komplett grün angucken müssen. Aber weiß man's. Aber zumindest hier haben wir es geändert. Und wir haben schon mal die ersten vier Welten von Kirby's Dream Land 2 gemacht. Mal gucken, ob wir heute durchkommen mit dem Rest. Mal schauen. Die Steuerung ist immer noch nicht unbedingt mein Freund. Also ich werde immer noch wahrscheinlich andauernd plötzlich anfangen, Sachen einzusaugen, obwohl ich das gar nicht möchte. Aber man springt auf A, man saugt auf B und fliegen ist auf dem Steuerkreuz. Wobei, Also. wir hatten ja geschaut, ich hatte ja auch kurz mal in mein altes Let's Play davon geguckt, was 13 Jahre her ist, das ist länger als ich erwartet hätte. Und rein zufällig haben wir an eine Stelle reingeguckt, wo ich gesagt habe, das Steuern, das Springen oder das Fliegen auf oben ist echt sehr gewöhnungsbedürftig. Es ist aber auch so. Jenny, Dankeschön für 49 Monate Treue. Super lieb von dir, Dankeschön. Ich meine, es klingt so banal irgendwie. Huch, wo kommt der plötzlich her? Nach dem Motto, ja komm, es ist halt eine andere Taste. Aber man ist das halt, finde ich, so gewohnt, dass man A einfach mashen kann. Ich kann tatsächlich, wenn ich fliege und dann A mashe, dann bleibe ich auch oben. Das geht. Aber die Tatsache, dass ich wirklich das Steuerkreuz nutzen muss, um hochzukommen, das ist behindernder, als man vielleicht glaubt, so beim Zugucken. Und hier ist es gar nicht. Nee, gar nicht. Wir sind gar nicht mehr in der Eiswelt. Ich habe gerade gedacht, hier sind wieder Rutschphysics. Es sah nämlich schon so ein bisschen danach aus. Am dritten Teil muss es anders sein, sonst erinnere ich mich falsch. Wir haben es ja bei zwei schon. Ach, es ist der Stein. Bei zwei schon gehofft. Aber gut. Ach, das waren die, die. Ach! Die sind. Oh! Ich dachte legitim, die Stacheln sind im Hintergrund. Aber da scheint es weiterzugehen. Ja, ich wollte halt keine Bosskämpfe machen. Mit, Stein. ja. Nee, Moment, das war. Warum muss ich als allererstes in den Bossgegner reinlaufen? Aber dafür kriegst du gleich Strom und irgendeinen Partner. Ich habe zumindest gelernt, und das ist echt ganz praktisch, dass wenn ich sauge, Ricky, ich auch über meinem Kopf die Sachen einsaugen kann. Was super praktisch ist. Ach, das war das. Das war der Beam. Und du konntest ja sowieso nur springen. Also du konntest ja gar nicht fliegen. Okay. Bitte gehen Sie. So. Du auch? Ist da noch einer? Ich wusste, dass da noch einer kommt. Hab das gespürt. Ich glaube, ich brauchte es gar nicht, aber. Nee. Weil ich glaube, ich wurde mit Ricky sowieso geheilt. Die wollen mich hier die ganze Zeit baiten, dass ich abstürze. Oh Gott. Ich habe alles im Griff. Da komme ich von der anderen Seite irgendwie dran. Debated. Wie komme ich denn da am besten? Kommst du von hier aus da hoch? Ah ja. Er ist einfach so ein großer Boy. Und tschüss. Okay. Es ist manchmal gar nicht so einfach mit dem Springen.
Ich bin die Nebenunterhaltung beim Bügeln. Was war mit den Dingern nochmal? Die kannst du kaputt hauen, die kannst du nicht ansaugen. Ah, okay. Was? Explodiert halt. Aha. Du machst eine kleine Explosionswelle danach erstmal. Gehst du da jetzt hoch? Ja. Den Apfel hätte er mir ruhig da lassen können. Ich habe übrigens keine Ahnung, ob das jetzt hier der richtige Weg ist, ob der optional ist. Ich habe keine Ahnung. Kann es sein, wenn ich da runtergehe, dass dann der eine Stern da irgendwo ist, den ich von der Seite gesehen habe? Aber ich muss da sogar runter. Mhm. Ich komme nicht mehr hoch! Das hat keiner gesehen, okay? Meine Panik. Kann ich auf dem Ding stehen? Probier's aus. Jetzt habe ich nur leider keine Fähigkeit mehr. Kommt sicher doch gleich irgendwas Cooles noch. Sieht irgendwie gerade nicht so danach aus. Okay. Okay. Möchte ich hinterfragen, warum die Tür da im Nichts war? Stein. Nein! Close one. Ricky ist halt... Er braucht halt ein bisschen Platz, okay? Jo. Und weg damit. Aber es ist alles keine Fähigkeit. Du auch nicht. Oh. Eine Fähigkeit. Perfekt. Also den Block zerstört damit. Ja, ich war es nicht. Aber da ist noch ein Cutter. Aber irgendwas... Ich bin hängen geblieben. Ach so. Hat man das gesehen, dass ich mit dem Kopf oben hängen geblieben bin, oder sah das jetzt richtig dumm aus? Weiß nicht. Kannst du das da oben ansaugen, wenn du hochspringst und den Block dann wegsaugst, um das Leben zu kriegen? Moment. Ja. Du kriegst wenigstens noch ein Leben zurück. Und jetzt ist Ricky weg. Das ist ein bisschen traurig. Die coole Musik vor allem. Vor allem ist der so ein bisschen meine Lebensversicherung ja auch. Mhm. Weil ich ja durch ihn auch mehr Leben habe. Mhm. Und ich mag das tatsächlich, wenn ich ihn habe, weil ich dann nicht fliegen muss. Weil ich kann nicht fliegen mit ihm. Mhm. Der wollte mich, ich hab's genau gesehen. Safe. Es war so der Moment von, will ich den jetzt mitnehmen oder nicht? Kannst du bitte mich nicht belästigen? Und tschüss. Wäre schon das Ziel gewesen. Naja, sad. Gut. Aber warum sad? Ich bin noch zum Ziel gekommen. Aber ohne Ricky. Ja gut. Vielleicht war da unten irgendwie so, keine Ahnung, ein Bällebad. Warst du früher auch im Bällebad? Ja klar. Einer der größten... Keine Ahnung. Virenschleuder? Virenschleuder, Bakterienorte der Welt gefühlt. Weil fast jedes Kind... Was? Einfach jedes Kind da seine ganze Seuche da einfach reinrotzt. Ja. Aber es hat trotzdem sehr viel Spaß gemacht. Was ist denn hier? Warum wollen die mich alle? Excuse me? Das ist doch schön. Oh, nice. In öffentlichen Schwimmbädern ist zumindest ein bisschen Chlor drin, um das Ganze ein bisschen auszugleichen. Ja. In Bällebädern nicht. Wer weiß, wie oft die sauber gemacht werden. Wer geht denn da hin und macht die ganzen Bälle sauber? Eben. So ein Praktikantenjob. Irgendwie kommst du nicht voran.
Nein. Wenn du immer wieder zurückläufst und die Gegner respawnen. Ach, da oben kann ich ja wohl scheinbar stehen. Der ist kann dann du wahrscheinlich auch. Junge! Gut, da wäre noch ein Sternchen. Was sind denn die Gegner hier so aggressiv? Manchmal will ich einfach auf die draufspringen, wie auf so einen Goomba, aber ich darf nicht. Nein! Bin ich die einzige Person, die dieses Bedürfnis manchmal verspürt? Was? Junge, ich bin gerade erst gelandet. Ich killed you. Das ist korrekt. Weißt du auch, warum er mich gekillt hat? Weil du seinen Angriffen nicht ausgewichen bist. Das meinte ich in dem Fall nicht. Kann ich die Dinger aufsammeln, die er da? Die nicht, oder? Oder doch? Das kann ich auch nicht. Ach ja, der Sack. Stimmt, da sollte ich ja nicht gegen. Berühre nicht den Sack. Oh, ja. Denn ich meinte eher, dass ich gegen den gestorben bin, weil ich eine... Hör auf damit! ...eine Fähigkeit hatte. Das geht ja nicht. Ich kann ja keine Kämpfe mit Fähigkeit machen. Ich muss echt erstmal wieder reinkommen. Oh nein, es scrollt. Mhm. Ja, scheiß doch drauf. Wir gehen erstmal einfach weiter. Gut, dass du eine Fähigkeit hast, um da schnell durchzukommen. Ja. Einfach da durchmärschen. Jo, klar. Ich mag aber keine Scrolling-Level. Wow, als ob. Die mögen dich anscheinend auch nicht. Jetzt muss ich da ohne Dingsi durch. Und ohne Fähigkeit. Das ist ja noch viel schlimmer. Okay. Ich glaube, das wird auch nichts. Ja, aber es war so eng. Und ich habe mich so beeilt. Wie kann das denn sein? Du warst zu vorsichtig, was natürlich komplett in Ordnung ist, aber... Ja, ich bleib immer an dieser Stelle hängen. Aber Kirby kann nicht schneller laufen. Ja, du bist da, glaube ich, irgendwie auch davor noch ein bisschen hängen geblieben. Diesmal. Es mag vielleicht daran liegen, dass ich keine Fähigkeit und keine Eule hatte. Vielleicht kannst du jetzt einen nochmal holen und dann kommst du besser durch. Jetzt muss ich den Boss nochmal machen. Ja. Wie beschissen. Schon. Alle ja, schon. Aber ich habe auch ehrlich gesagt gerade noch so ein bisschen Probleme reinzukommen. Irgendwie. Ich hatte so gedacht, nachdem es beim letzten Mal ja eigentlich gegen Ende ganz gut lief, dass es jetzt vielleicht von vornherein etwas leichter ist, aber irgendwie... Nein. Ich weiß, dass hier noch einer kommt. Das ist schon praktisch, einfach so ein Stachelhaufen zu sein, der alles tötet bei Berührung. Ja. Also es fällt mir schon immer noch ein bisschen schwer, mich mit dieser Steuerung anzufreunden. Vollkommen legitim. Das war auch vollkommen legitim. Du wolltest ja eh zum Boss wieder ohne Fähigkeit. Ach so, ja, natürlich. Ich liebe ohne Fähigkeit zu kämpfen. Nicht einfach aus der... Ja. Ich weiß wirklich nicht, aus der Luft fischen. Das ist aus der Wand dann. Dieser dumme Sack. Ach
ja, Moment, den kann ich ja nicht. Ich krieg ihn wirklich erst hinterher. Ich, meine Güte, ich kann heute einfach gar nichts. Es ist schon wieder so ein Tag. Und ich mag diese Steuerung nicht. Kann ich verstehen, ja. Lass mich aber auch die ganze Zeit von allem treffen. Das ist so langsam ein bisschen peinlich. Irgendwie magst du diesen Boss einfach so gar nicht. Ich mag gerade gar nichts. Ich mache irgendwie die ganze Zeit nicht das, was ich machen möchte. Nämlich gut spielen. Was, ich kann über den Sack einfach drüber? Ich habe vor allen Dingen vor dem Stream sage und schreibe, ich glaube, 30 Sekunden lang nochmal die Knöpfe überprüft und dachte mir so, ja komm, das ist eigentlich ganz angenehm. Und jetzt fange ich an und dann so, wo muss ich nochmal drücken? Beziehungsweise ich weiß ja, wo ich drücken muss. An sich. Und dann bleibe ich aber andauernd überall hängen. Mhm. Teilweise musst du halt einfach wissen, dass du da irgendwie schnell durch musst an manchen Stellen. Nee, also ich weiß ja auch, welche Knöpfe ich drücken muss. Aber so im Eifer des Gefechts, drückst du dann andere Knöpfe? Ja. Das ist so dieses Muscle Memory, was irgendwie hier noch nicht vorhanden ist. Und so viel Zeit hast du da wirklich nicht. Vor allem ist die Eule so fett, dass du dann einfach irgendwo an den Gängen hängen bleibst. Es ist so. Ach, ich habe meine Fähigkeit nicht mehr. Ich... Ugh. Oh Gott! Ich habe jetzt gegen Ende so gedacht, ich habe noch meine Fähigkeit und drücke einfach B und er schießt nicht, sondern saugt und ich so, scheiße, Mann, was? Mag eigentlich irgendwer Scrolling-Level? Nein. Okay. Wenn es nicht gerade Loren-Level sind, dann nicht. Da hatte die Eule das fast gerade versaut, weil sie einfach zu fett war. Das ist so! Ich meine, ich mag die Partner. Aber nicht, dass die überall stecken bleiben. Oh, no, no, no. Ein Labyrinth-Level. Okay, wir gehen erstmal nach links. Was willst du von mir? Ich muss warten, bis er irgendwie mal auf den Boden haut, um einen Stern zu machen. Kann ich den... Ich will den Partner aber nicht loswerden wegen der Energie. Wie gesagt, du musst warten, bis er mal auf den Boden haut. Ich kriege auch sein Ding nicht eingesaugt. Ich versuch's gerade die ganze Zeit. Aber... Er macht irgendwie nichts. Und ihn einsaugen geht auch nicht? Wenn du einfach mal eine Minute lang draufhältst. Ich krieg die ganze Zeit nur Schaden. Also wenn er gerade nicht seine Kugel schwingt. Wann schwingt er nicht seine Kugel? Jetzt. Lüge. Jetzt. Irgendwie habe ich das Gefühl, das wird nicht funktionieren. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Wie sollst du denn da kämpfen? Hä? Ich weiß es nicht. Ich komme auch nicht über ihn drüber, weil dafür ist meine Eule einfach zu dick. Ich habe jetzt so gedacht, ich muss... Und wenn du den Partner wegwirfst, macht er dann mal was anderes? Ich habe irgendwie das Gefühl, er bewegt sich jetzt schneller, oder das ist meine Einbildung. Hä? Wie sollst du den bekämpfen oder ohne Fähigkeit? Ich kann mich mal an ihm vorbeiquetschen. Vielleicht hilft das. Ich versuch mal, die Kugel einzusaugen. Irgendwie. Verstehe ich nicht, was das wird. Kann man den überhaupt bekämpfen ohne Fähigkeit? Ich sehe da gerade nichts drin. Aber das wäre ja irgendwie schwachsinnig, wenn das nicht gehen würde. Schon.
aber ich kann so eine Kugel nicht einsaugen. Es ging nicht. Kannst du ihn einsaugen, wenn er sein Ding weggeworfen hat? In welche Richtung? Also, sobald die Kugel weg von ihm fliegt, dann versuchen einzusaugen. Aber die Attacke ist ja auch teilweise nach vorne und teilweise geht die so nach oben. Aber ich kann ja auch nichts anderes. Aber da muss doch irgendwie ein Unterschied sein, ob die so nach oben geht oder nicht. Weißt du? Ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Chat, was soll ich tun? Ich habe auch irgendwie gedacht, er wird doch mal runterkommen, aber das tut er irgendwie auch nicht. Oder du kannst die Kugel einsaugen, das hat ja auch nicht funktioniert. Oder ich habe sie immer nur falsch erwischt, aber... Ich habe wirklich keine Ahnung. Also mit Fähigkeit, gut, das ist ja easy, dann stellst du dich hier hin und spammst. Der Raum macht mich aggressiv. Nun. Weil ich meine, ich kann über ihn drüber auf die andere Seite, aber er hat ja auf der anderen Seite auch nichts anderes gemacht. Außer, jetzt kommt die Theorie, ich muss ihn dazu bewegen, diesen Angriff zu machen, wo er über seinen Kopf schwingt und dann trifft er den Sack da oben und dann fällt der Partner raus. Der Partner kann auch nichts machen ohne Fähigkeit. Vielleicht hat er dann Angst und läuft weg. Mhm. Ich weiß es nicht. Das hilft mir auch nicht. Jetzt haben wir noch versucht, die Kugel einzusaugen. Ihr dürft es gerne sagen. Ich warte nur darauf. Wenn sie nach links oder nach rechts? Also, wann? Keine Ahnung, geh einfach hin und versuch's einfach. Ich habe das Gefühl, immer wenn ich das versuche, kriege ich nur Schaden. Anpusten. Was? Wow! Das war mir viel zu blöd! Ist der aus Pappe gewesen? Wow! Das... Da bin ich jetzt irgendwie nicht drauf gekommen, danke. Aber... Okay. Weiter dann. Ach ja. Was ist denn schon wieder passiert? Ja, dein Freund wird geklaut. Ach, das, was mir nie passiert ist, weil ich meinen Freund immer verteidigt habe. Ja, wobei einmal ist ja auch im letzten Stream passiert, aber ja. Die sind nur zum Freunde klauen da. Oh, der Schirm. Gleich nicht mehr. Das stimmt. Aber was ist das? Was stimmt denn mit dem Typen nicht, dass der immer bei anderen Leuten die Freunde klaut? Er war selbst keine Freunde. Für Kamikaze-Schirm gewesen. Okay, dann nicht. Mhm. Ist da unten was? Ich weiß es nicht und ich möchte es auch nicht herausfinden. Einfach auf mein Leben nicht mehr klar mit diesem Spiel. Aber hier kann ich ja, oder muss ich dann ja wahrscheinlich schwimmen. Plötzlich habe ich Feuer gesehen von unten. Warum habe ich das Gefühl, dass ich irgendwie im letzten Stream... Ha,
So viel besser. Komme ich hier wieder lebend raus? Ist ja rausschwimmen nach links? Kannst du nicht nach links? Okay, das musst du wahrscheinlich vom Boden nach links wieder laufen. Ach so, okay. Ich war gerade so, wieso komme ich hier nicht mehr raus? Warum wollte ich nur die guten Teile spielen? Ich wollte, wenn dann ganz vorne anfangen. Ich meine, ich wusste ja, oder ich war mir eigentlich sicher, dass vor allen Dingen die ersten paar Teile wahrscheinlich schon nicht hundertprozentig gut gealtert sind, wie das halt sehr oft halt bei so Spielen ist. Ich glaube, wenn ich bei Zelda oder so vorne anfangen würde, Zelda auch 1 schwierig. Lässt sich echt gut spielen noch. Ich glaube, es kommt halt auch immer ganz stark drauf an, ob man damit aufgewachsen ist oder nicht. Kann ich den Igel noch mitnehmen? Nein. Okay. Weil so Pokémon oder so, wenn ich jetzt Pokémon Rot oder so nehmen würde, kein Ding. Damit bin ich aufgewachsen. Aber gerade wenn man, glaube ich, so Sachen nimmt, die man selber als Kind nicht gespielt hat, und da zählt dieses Spiel jetzt für mich auch zu, dann ist das wahrscheinlich schon ein bisschen schwieriger, da reinzukommen. Weil viel macht ja auch Muscle Memory, was ich halt einfach nicht habe für dieses Spiel. Plus die Steuerung ist halt ganz anders als in den neueren Kirby-Spielen. Und ich meine, logischerweise merkt man das Alter hier und dort natürlich auch schon. Gut, ich habe eh keine Freunde scheinbar, deswegen lässt er mich in Ruhe. Aber ich wollte halt trotzdem gerne damit anfangen, weil es einfach der Anfang der Kirby-Reihe ist und ich das noch nie gespielt habe. Und ich mir dachte, es ist nur Kirby, was soll schon schief gehen? Oh, see. Da wusste ich aber auch... Leute, weg. Da wusste ich aber auch noch nicht, dass die Steuerung mir solche Probleme bereiten würde. Aber ich meine, ich komme trotzdem irgendwie durch, I guess. Ich muss aber trotzdem alle 5 Minuten über die Steuerung mäkeln, weil ich irgendwie überall hängen bleibe. Ich will legitim nur geradeaus laufen, hab den Stick aber leicht nach oben gedrückt und häng plötzlich in der Luft, aber noch über dem Boden, aber in der Luft und muss erstmal Luft rauslassen. Deswegen lieber mit dem Digi-Kreuz spielen. Aber ich vergesse das die Hälfte der Zeit, weil ich dann intuitiv wieder das den Control-Stick nehme. Und wenn ich dann viel geflogen bin, zum Beispiel, dann vergesse ich wieder, dass ich springen kann und umgekehrt. Ich kann irgendwie nicht beides gleichzeitig. Randy, dankeschön für 40 Monate Treue. Super lieb von dir. Deswegen musst du halt viel Motivierendes und Nettes sagen, um mich nebenbei aufzubauen. Und wenn du nämlich ganz viel redest und die Leute sich dann auf dich konzentrieren, dann fällt das nicht so auf, wenn ich fehle. Ich und motivierend sein. Ja, ich weiß, ist schon kein Match, aber trotzdem. Nee. Aber immer wenn ich dich lobe, stirbst du. Ja, aber du hast mich die ganze Zeit jetzt... Was heißt die ganze Zeit? Du hast mich heute nicht gelobt. Wofür auch. und ich bin trotzdem die ganze Zeit gestorben. Also macht das ja keinen Unterschied. Also darfst du mich trotzdem loben, weil sterben tue ich so oder so. Ach so, okay. Dann hast du da diesen Gegner gerade echt cool besiegt, muss ich sagen, indem du quasi nach rechts gespuckt hast und den Gegner über dir damit getötet hast. Hä? Wie? Den kann ich nicht aufsaugen, ne? Nee, aber der tut ja auch nichts. Ich glaube, der macht dir nicht mal Schaden, oder? Er ist einfach so happy. Berühr ihn mal bitte. Nein! Bitte. Okay, macht er doch Schaden. Ah, die Dinger? Ja. Seine Haare. Oh, muss ich zufällig warten bei ihm? Was tust du da? Oh. Ich. Ah, das geht aber nicht. Das ist mir ein bisschen zu nah. Das ist mir... Junge! Hast du schon mal was von Abstand gehört? Kann ich über den drüber springen? Du hast einen sehr hohen Sprung, ja. Ja. Ich glaube, ich mache ihm so, aber... Also abseits davon, dass ich gleich wieder sterben werde. Mhm. Ich glaube, ich muss echt warten, bis der in der Form ist, um ihm Schaden zu machen. Ich glaube, er darf einfach nur keine Stacheln haben. Das meine ich ja. Oh, toll. Wann habe ich schon wieder so viele Leben verloren? Aber ich glaube, ich kriege gar nicht so viele Leben wieder. Zwei. Wenn ich sterbe. Drei.
Warum bin ich heute so schlecht? Die Level sind doof. Ich glaube nicht. Ich glaube, das liegt an mir. Aber ich glaube, es war nicht so weit. Mhm. Und nur ein Screen weiter. Weiter? Ja. Ich mache es einfach bei jedem Screen 3 Saves oder so. Die hast du doch nicht nötig. Du hast doch reingesagt, er wollte ja fliehen. Und du so. Nope. Nix da. Eat every last one of them. Das ist mein Motto bei Chips-Tüten. Du isst gar nicht so viel Chips. Aber es wäre mein Motto, wenn ich viele Chips essen würde. Weil du kannst nicht nur eine Handvoll Chips essen. Nee. Wäre nur eine Tüte. Willst du den mal berühren? Nein! Und der macht ja keinen Schaden. Welcher Knopf war das? ZL und ZR gleichzeitig. Ja, nee. Nur einmal kurz drücken, nicht gedrückt halten. Ah. Jetzt fühle ich mich sicherer. Da wollte ich eigentlich springen, aber ich durfte nicht. Nein! Too slow. Gebaitet! Frech. Der hat dich in die Falle gelockt. Schon wieder! Ja, nun. Da war ich aber zu langsam. Da wirst du halt jetzt von mir gefressen, da kenne ich nichts. Guten Tag. Sukira, danke schön für 8 Monate Treue. Super lieb von dir. Ah, ich mach den hier. Mhm. Okay. Warte mal kurz. Nein. Fast geladen. Nein, nein. Okay, jetzt bin ich ready. Einfach nur irgendwie durchkommen. Mhm. Ich brauche auch keine Fähigkeit. Ist schon okay. Plötzlich bist du unter Wasser. Ja. Und du bist wieder mal viel zu groß für alles. Ist so. Und ohne Fähigkeit kann ich mir auch... Du kannst die Fische nicht mal bekämpfen, weil die einfach viel zu hoch sind. So richtig frech einfach von denen. Ist da oben noch irgendwas? Decke. Nee, lass mich den... Weißt du, was jetzt gut wäre? Eine Fähigkeit. Das ist vollkommen korrekt. Oder Heilung. Lassen Sie mich wieder runter. Guten Tag. Erstmal mitnehmen. Nein. Das ist jetzt ein bisschen doof. Ja. Aber du bist gut ausgewichen. Der wollte dich. Geschossen. Du bist aus Reden getötet. Das ist gut. Hm. Also das Ziel. Einfach durch Brute Forcen. Wow! Wow! Kommst du jetzt bei jedem kleinen Scheiß? Wow! Wow! Du wolltest Lob haben. Das hast du gut gemacht. Aber nicht für jeden kleinen Scheiß! We'll be right back.